Ein weiteres Tutorial zum Thema After Effects, wieder für Anfänger gedacht, zum Thema Textanimation. Also wir haben ja schon mal dieses Thema Animation gehabt, wo man also einfache Animationen macht. Es gibt aber in After Effects eine riesengroße Auswahl an bereits vorher definierten Animationen für Texte. Und das will ich euch heute mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Und zwar folgendes, wenn man also hier auf Text geht und hier eben einen Text definiert, also zum Beispiel meinen Namen, den nehme ich immer, mir fällt einfach nichts anderes ein. Das ist so bei mir eben so, dass mir eigentlich fast überhaupt nie irgendwas einfällt und darum schreibe ich eigentlich immer meinen Namen. Und dann gibt es bei der Standardausrichtung, also im Standardarbeitsbereich, gibt es hier auf der rechten Seite dieses Effekte und Vorgaben. Und wenn ich da mal draufklicke, dann dauert es ein bisschen, denn er lädt jetzt mehr oder weniger diese ganzen Effekte und Vorgaben aus einer Bibliothek in das Programm rein. Das dauert jetzt ein bisschen so. Und dann haben wir hier die Möglichkeit ganz oben Animationsvorgaben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, habe ich also da Hintergründe, das können wir uns mal anders mal angucken. Also wir schauen uns jetzt explizit wirklich nur den Text an. Das kommt dann hier, wenn ich auf Text klicke, dann habe ich also hier die Möglichkeit, verschiedenste Animationen durchzuführen. Ja, ich verwende eigentlich hauptsächlich immer diese Blurs, weil mir das am besten gefällt, aber da könnt ihr rumprobieren. Ich will euch nur mal zeigen, wie das Ganze dann hier ausschaut. So, und wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses Transporter nimmt, das kennt man vielleicht aus dem Film, und das einfach auf den Text zieht, das glaube ich war jetzt ein bisschen zu schnell, gell? Also Steuerung Z zurück und dann dieses Transporter nehmen, ja, und dann sieht man ja, hier kann man das durch die Gegend ziehen und wenn ich dann das auf den Text ziehe, dann zack, ist der Text weg. Warum ist der Text weg? Ganz einfach, weil die Animationsvorgabe eigentlich vorsieht, dass die Animation von einem bestimmten Punkt zu einem bestimmten anderen Punkt geht. Und wenn ich jetzt hier mal auf die Ebene Text klicke und dann hier nochmal auf Text und dann habe ich hier Transporter Animator. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann sehe ich also, was macht der denn eigentlich? Und wenn ich hier diesen Range Selector nochmal auswähle, dann sieht man, wenn man es ein bisschen vergrößert, dass hier eine Animation bereits gemacht wurde, ohne dass ich irgendein Zutun dazu machen muss. Und diese Animation definiert jetzt mehr oder weniger das, was wir jetzt gleich sehen. Weil wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann sieht man animiert das automatisch den Text in einer bestimmten Art und Weise. Das ist sehr praktisch, wenn man also zum Beispiel irgendwelche Intros macht oder ja, Textbausteine irgendwo einbaut und das Ganze soll ein bisschen interessant ausschauen, dann kann man also diese Animationsvorgaben verwenden, ohne sich stundenlang damit zu beschäftigen, ah, wie kann ich denn jetzt den Text irgendwie toll ausschauen lassen. Natürlich, wenn der Text dann hier steht, und man zum Beispiel dann das ja kurz einblenden will und dann wieder ausblenden will, dann gibt es die Möglichkeit, dass man also hier mehr oder weniger diese Animation weiterführt, indem man zum Beispiel den Versatz, den man hier definiert hat, der jetzt bei 100% liegt, was den Text dann wieder darstellt, einfach hier durch diese Stoppuhr ganz einfach auf 0 setzt oder auf minus 100 in dem Fall, Entschuldigung. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wenn man es jetzt ablaufen lässt, ja, dann ist es kurz da und dann gleich wieder weg. Und das kann man dadurch verhindern, dass man über diese Felder zum Beispiel, also diesen Punkt auswählt, den man hier jetzt definiert hat, und da nochmal drauf geht. Und wenn ich den jetzt bei 100 lasse, dann habe ich also hier eine bestimmte Zeitspanne, wo der Text bleibt und dann diese Animation erst dann nach hinten versetze, wenn es dann schon ein bisschen da war und mir das Ganze dann angucke, dann sieht man, bleibt es kurz da und geht dann erst wieder weg. Das sind also diese ganzen Textanimationsvorgaben. Wenn man jetzt das Ganze mal wieder wegnimmt, diese Animation und den Text, dann kann ich also jedes einzelne hier rüberziehen und mir anschauen, was macht er denn da eigentlich. Ja? Hier ist zum Beispiel Verdunsten mit dabei. Ja, wenn ich dann Steuerung Z drücke, dann kann ich das Ganze wieder wegmachen. Oder zum Beispiel neblig. Dann fängt er wieder von vorne an. Also man sieht also, dann animiert er das so rein. Und wenn man dann das macht, was ich eigentlich nicht so gerne mache, also da gibt es ja alles Mögliche, zum Beispiel Curves und Spins, zum Beispiel hereinwirbeln, das ist ja eigentlich auch ganz lustig. Man sieht, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Texte zu animieren, bereits durch Vorgaben. Muss man am Anfang wissen, denn auf diese Effekte und Vorgaben kommt man vielleicht nicht gleich und dann würde man ja eines der interessantesten Features von After Effects mehr oder weniger gar nicht bekommen, nämlich die Effekte und Vorgaben, die wirklich sehr umfangreich sind und unglaublich hilfreich. Das wünsche ich jetzt auf jeden Fall einmal allen da draußen viel Spaß, das Ganze auszuprobieren. Ihr werdet mit Sicherheit einen ganzen Tag brauchen, um euch mal das Ganze anzugucken.
Und dann viel Spaß mit After Effects und ich hoffe, es hat euch geholfen. Danke für die Aufmerksamkeit.